In diesem Video zeige ich euch, wie man innerhalb von 10 Minuten so ein Feuerchen mit Holzkohle und mit dem Wacoco hinbekommt, und zwar alles durch den Kamineffekt. Oben rechts erscheinen mitunter Links, und da zeige ich euch auch, dass man das Haus damit kühlen kann, wenn dann wieder diese warmen Tage anbrechen. Also jetzt erstmal viel Vergnügen bei dem Video, wie das alles funktioniert, und ja, ich hoffe, ich habe euch schon mal ein bisschen Appetit gemacht auf Grillen. Na dann. So, jetzt machen wir einen Versuch, und zwar habe ich einen ganz alten, 30 Jahre ist der bestimmt alt, einen ganz alten Holzkohlegrill noch aufgestöbert. Und ich möchte jetzt auch den Wacoco mal hier ausprobieren, und zwar sieht man hier schon, ja, hier unten, ja, sieht man es ja, hier, naja, wenn man es so vorführen will. Ich mach's mal von, also hier unten sieht man die Kohlen rausgucken, das heißt schon, hier unten kriegt das Ding Zug. So, ich werde jetzt ganz normal einen Grillanzünder nehmen und dann das Ding anstecken, und wir gucken mal, wie lange es dauert. Bis dahin. So, jetzt brennt es, und wie gesagt, hier unten, jetzt zieht Luft rein, sodass hoffentlich die ganze Sache relativ schnell geht. Jetzt haben wir es, es ist, na, oh, 3:15. Gut, ich guck dann mal und melde mich dann wieder. Was jetzt schon wieder auffällt, immer wieder, ist, dass unten an den Luftschlitzen, die ich vorhin schon gezeigt habe, dass da immer wieder, ne, leise Qualm rauskommt. Das kommt dann wieder, wenn sich der Wind eben mal kurz gedreht hat. Also es ist leicht windig heute, und hier sieht man es ein kleines bisschen. So, weiter bis zum nächsten Mal. Jetzt ist noch nichts passiert, es ist 3:15, also es lohnt sich noch nicht. So, jetzt sind 2 Minuten vergangen. Was mir aber auffällt, hoffentlich kriege ich das so mit der Kamera eingefangen, es brennt auch unten schön mit drin, weil ja von unten Luft kommt. Ich glaube, das hat man sonst nicht so. Nochmal gucken, wie spät haben wir es. Ja, also es ist 2:30. Es sind gerade 2 Minuten vergangen, aber wie gesagt, das Schöne ist, es brennt von unten her, sodass also auch unterste Schichten relativ schnell heiß werden. Na prima, gucken wir dann mal weiter. So, jetzt müssten, jetzt sind rund 5, na, spiegelt so, jetzt sind 5-6 Minuten vergangen, und jetzt gucken wir mal rein, unten vor allem, unten, da brennt es schon schön. Ich puste mal jetzt. Das sieht man schön, von unten her fängt das schön an und hat super unten schon Feuer gefangen. Boah. Mal gucken wir weiter dann, wenn es soweit ist. So, jetzt sind 9 Minuten. Na, fast 10 Minuten vergangen. 9,5 Minuten, ne? Okay. So, und jetzt sieht man schön, dass unten, vor allem unten, dass von unten wirklich dieser Kamineffekt geholfen hat. Der Kamineffekt bewirkt ja, dass Wärme, die sowieso nach oben drückt, unten Luft nachziehen muss. Und wenn unten die Möglichkeit gegeben ist, wie man ja hier sieht, hier unten ist extra ein Spalt, dann zieht sich der Kamin praktisch, oder das Feuer praktisch, seine Luft gleichzeitig mit an, indem warme Luft hochsteigt. Auch wenn es hier ein kleiner Kamin ist, aber es wirkt. So, jetzt haben wir, glaube ich, die, ja, jetzt sind 10 Minuten um. Jetzt ist es eine Frage, will man das oder will man das noch nicht? Also in diesem Fall links hier in diesem Behälterteilchen, ich habe das nun mal so aufgebaut, da glüht es noch nicht ganz durch. Also da könnte man wahrscheinlich zwar schon was auflegen, weil es riecht nicht mehr. Jetzt gucken wir uns noch schnell an, was das war. Ja, das ist also ein stinknormaler Kaminanzünder, also Grillanzünder. Es ist relativ ungefährlich, deswegen kann man es mit dem Feuerzeug anstecken. Es sind Alkane da drin, also letzten Endes nichts weiter als, das ist so eine Art Paraffin. Und Aromaten sieht man auch, das ist das, was dann so stinkt. Und das stinkt jetzt schon lange nicht mehr. Also ich denke mal, damit haben wir eigentlich unser Ziel erreicht. Jetzt sind 11 Minuten vergangen. Nach 11 Minuten auf den ersten beiden, also rechtsseitigen und mittleren Feuerstellchen, da könnte man auf jeden Fall schon anfangen, und hier hinten, oder dort eben noch ein kleines bisschen länger, da hat man dann Reserve. Ich glaube, der Versuch hat sogar mit diesem geklappt, und was auch geklappt hat, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, oder geht das? Ja, von unten sind keine Löcher zu sehen. Ich hoffe, dass man das jetzt
im Video später erkennen kann. Also hier sind keine Löcher von unten, so wie bei dem runden Grill, den ich habe. Und ich werde das dann auch mit einem Weber-Kugelgrill noch ausprobieren. Aber das dauert noch, so viel kann man ja gar nicht grillen sonst und essen an einem Tag. Hier werde ich wahrscheinlich wieder meine 20 Minuten mindestens Grillzeit haben, wenn nicht gar 30 Minuten, so wie sonst. Nun denn, also ich denke mal, ein weiterer Beweis, dass das Prinzip Kaminwirkung wirklich auch im Kleinen seine Berechtigung hat. Na dann, Wakoko habe ich es genannt, weil variabler Kohlegrill, Kohlekorb, weil man so schön aus den verschiedenen Elementen sieht. Hier anderes Video, ich werde zum Schluss dahin verlinken, auch die alle möglichen Formen darstellen kann für indirektes und direktes Grillen. Ja, und ich hoffe, dass es euch dann schmeckt. Also ich bin wieder langsam Grillfan geworden, seitdem ich das Feuer so schnell anhabe. Das ist meine, ja, meine Motivation. Na denn, also alle besten Wünsche und bis später. Tschüss.